So, meine lieben Freunde, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von CrossCode. Höhle der Erwartungen, da wollten wir hin. Oh, instanziert, ich will die Quest mit dir zusammen machen. Okay. Dies ist die Prüfung der Tapferkeit und Geschicklichkeit. Um sie zu bestehen, musst du das östliche Ende der Höhle erreichen, ohne in die Dunkelheit zu stürzen. Auf dem Weg wirst du von unsterblichen Wächtern angegriffen werden. Ihre Schüsse werden dich zurückstoßen, aber dein Schild kann dich vor ihnen schützen. Nach jeder Herausforderung musst du an einen Checkpoint kommen. Sobald du die Höhle verlässt, werden sie allerdings wieder deaktiviert. Aktiviert. Nächster Gang. Hehe, Geduld. Na gut, ist ja wohl. Das ist ja lächerlich. Okay. First Checkpoint. Kehre zurück zum Kloster. Fortschritt geht verloren. Auf keinen, Alter. Na geil. Darum sind die Wächter. Fuck. Die haben ja andere. Andere Ebenen teilweise. Ficker! Okay. Hier haben wir vier Möglichkeiten. Achso, doch, geht. Nächster Gang. Hä? Achso. So hart wie Stein. What? Was war da denn? Die stoßen mich trotzdem zurück, ne? Minimal. Ich sehe keine Möglichkeit. Wir müssen ja wirklich hier stehen bleiben, ne? Naja, ist jetzt nicht so schwierig. Warum, Lea? Warum? Ah, du kannst ja nicht mit auf der Plattform stehen bleiben, weil die dich halt wirklich die ganze Zeit lang greifen, ne? So. Deaktiviert. Alter, okay. Space ist ja kein Jump, du Opfer. Okay. Das ist aber super nervig. Kann ich mich eigentlich hier deffen? Verstecken?
So, warte mal. Ja, dieses Maustaste und dann Jumpen ist, Maustaste und dann Bewegen ist tödlich. Hier. Hier wollen sie wirklich halt wissen, dass, ob du mit dem Schild gut umgehen kannst. Ich bleib da einfach stehen. Das ist wahrscheinlich wirklich genauso einfach. Wir dürfen uns ja nicht bewegen. Oh. Ich hätte mir mit dem Schild benutzen sollen, schon richtig. Aspirationsbeweis. Kehre zum Kloster und schütte nochmal mit Mönchhaus. Na gut, weil es nicht so schwer war. Sprechen kann ich auch noch nicht. War jetzt nicht so schwer, ne? Wenn man sich nicht dämlich anstellt. Dann geht das auch schon. Ah, du bist zurück. In der Tat, die heilige Aura, welche dich umgibt, erzählt von deinem Volk. Außerdem lässt das gesegnete Schmuckstück, welches du zurückgebracht hast, keinen Zweifel bestehen. Sehr gut. Du solltest zum Weisen zurückkehren, um die Initiation zu beenden. Na, du bist es wieder. Ich kann wahrlich eine Veränderung in deinem Inneren spüren. Ja, was einst bloße Asche auf trockenem Laub war, wurde ein Feuer, welches einst Licht selbst in die dunkelsten aller Ecken bringen könnte. Nun, ich schätze mal, du suchst unseren Rat und unsere Weisheit, sonst wärest du wohl nicht hier. Aber, du verstehst, indem du dich selbst herausgefordert und die Prüfung bestanden hast, bist du innerlich schon gewachsen. Ja, deine innere Bestimmung und Stärke zu finden, dies war unsere wahre Führung. Jetzt, junger Sieger, nimm ein wenig Proviant und geh fort, um wo auch immer du hingehst, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Bye. Du hast die Prüfung bestanden und wirst von den Menschen als würdig angesehen. Pfeffernacht-Tee. Das ist praktisch, vielleicht der hier. Redet er jetzt mit uns? Also Sieger, du magst dein Können bewiesen haben, aber ich glaube, es bleibt immer noch ein Raum, noch Raum zur Verbesserung. Ja, du hast die erste Herausforderung bestanden, doch das heißt nicht, dass du sie gemeistert hast. Zu diesem Zweck haben wir eine geweihte Herausforderung in der Höhle der Erwartung vorbereitet. Wollsocken Level 20, ist natürlich geil. Modifikationen sind während der Prüfung deaktiviert. Der Mönch Hasuk hat dir zwei Zusagen für die Höhle der Erwartung gegeben. Zeit herausholen, das heißt auf Zeit und kein Schild herausholen, das heißt ohne Schild. Beweise dann einfach, indem du die in der Höhle und unter zwei meisterst. Okay. Ich werde die Passage für dich öffnen. Wir werden das aber nicht jetzt machen. Kehre zu mir zurück, wenn du die Aufgabe gemeistert hast. Wir haben, denke ich mal, gerade genug gemeistert. So. Wir haben hier oben einen Datenwürfel, an dem möchte ich dahin. Da möchte ich hin. Aber da komme ich. Ich verstehe. Irgendwas muss es da noch geben hier, oder? Da kommt man noch gar nicht hoch. Oh, hi. Ich bin der Quassel. Aber es ist eine coole Herausforderung gewesen, muss ich sagen. Nein. Ich komme zumindest nicht hoch. Sieht zumindest so aus. Da war ich. Jetzt sieht man noch einen riesigen Plan. Ah ja. Versiffte Pogonickel. Bergener und die Händlerhütte. Okay, sehr schön. Gegrüßt, dass du Sieg um mehr bewerkt zu fahren, begib dich bitte in den Keller. Na, ich will mir mal alles anhören, was sie zu quatschen haben. Oh, ich muss nicht unbedingt was über Bergen erfahren. Zumindest nicht jetzt. Kannst du also mal gucken, was hier so Schönes ist? Die Empfangsrede findet im Raum zur Linken statt. Sie wird gleich beginnen.
Ah. Sieht aber nach einem Dings aus. Quest Hub, Keller. Nach, dass ich hier Feuerelement brauche, oder? So ein bisschen. Ach so. Ah, klar, der Ahnenschritt, oder? Ach nee. Liebe Seeker, willkommen in den Bergen. Als Bürgermeister dieser Stadt ehrt es mich jedes Mal, so viele Besucher Tag für Tag hier ankommen zu sehen. Das liegt natürlich daran, dass die Mine der Stadt Teil des Pfades der Ahnen geworden ist. Nun, da einige von Ihnen ein wenig verdutzt wirken, erlauben Sie mir, das kurz zu erläutern. Erklären. Das Ganze eignet sich vor einigen Jahren. Bergen wurde aufgrund der Minenaktivitäten in der Region gegründet. Nach einiger Zeit entdeckten wir einen Tempel der Ahnen, versteckt im Berg, genau dort, wo wir Bergbau betreiben. Für uns war er damals nicht mehr als ein Hindernis. Also gruben wir weiter unsere Schächte, wodurch Teile des Tempels zerstört wurden. Das ging so lange, bis der Pfad anfing sich zu wehren. Nach einer ganzen Serie von Angriffen waren wir gezwungen, die Mine aufzugeben. Nachdem die Mine vom Pfad zurückerobert worden war, baute er den Tempel auf Basis unserer Schachstrukturen neu auf. Und so wurde die Tempelmine geboren. Nun, warum erzähle ich Ihnen das alles? Bergen unterstützt das Projekt Pfadläufer, also bekommt jeder von ihnen natürlich Zugang zur Mine. Trotzdem planen wir, die Bergbauarbeiten wieder aufzunehmen. Als wir die Mine verloren gaben, mussten wir auch unsere Ausrüstung und technische Unterlagen zurücklassen. Alles, worum wir Sie bitten, ist, diese Sachen zu bergen, wenn Sie die Tempelmine durchqueren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Betreuer im Erdgeschoss. Ich werde Ihnen nun mit Freuden den Pass zur Tempelmine überreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Glück auf Ihrer Reise. Oui, oui, die Gier der Menschheit. Kein Respekt vor all die alten heiligen Städten, bla bla, Minenpass. Nice, sehr schön. Das habe ich schon x-mal gehört. Liebe Seeker, ich danke Ihnen, dass Sie meiner Rede Gehör geschenkt haben. Wenn Sie uns helfen wollen, Material und Dokumente aus der Tempelmine wieder zu beschaffen, sprechen Sie bitte mit dem Betreuer im oberen Stockwerk. Okay, gibt mir Quests, ja? Zum Sammeln. Ist natürlich sehr schön. Muss ich doch rein. Oder muss ich hier doch rein? Gegrüßt hast du, Seeker. Du hast gerade die Rede des Bürgermeisters gehört, liege ich richtig? Gut, wie erwähnt, liegen in der Mine immer noch einige wichtige Werkzeuge verschollen. Es wäre für die gesamte Stadt eine Bereicherung, wenn wir diese Sachen zurückbekommen könnten. Kann ich mir auf deine Hilfe zählen, Seeker? Finde die verlorene Ausrüstung in den Tempelminen. Laserspitzhacke 7 Stück, Laser-TNT 5 Stück und Minendokumente 3 Stück. Einen neutralen Steinkrieg, das ist ein Schlüsselelement, ne? 500 Erfahrung und 2000 Credits. Sehr gut. Es fehlen noch 3 Arten von Ausrüstung. Laserspitzhacke, Laser-TNT und Minendokumente. Du solltest sie irgendwo in der Tempelmine finden. Halte also den Augen beim Erkunden offen. Da die Ausrüstung schwer zu finden sein kann, händigen wir Detektoren zur Unterstützung aus. Du hältst deinen Detektor von meiner Kollegin da drüben. Bleib wachsam, Seeker. Ja, damit. Grüße, Seeker. Ich sehe, Sie haben diese Aufgabe zum Sammeln der Minenausrüstung angenommen. Bitte nehmen Sie diesen Detektor, der Sie bei Ihrem Suche unterstützen wird. Dieser Detektor wird Sie benachrichtigen, wenn verlorene Ausrüstung im aktuellen Raum der Tempelmine vorhanden sind. Das ist natürlich geil. Viel Glück bei Ihrer Suche. Ja, Logo. Inventar. Okay, Addons. Klicke einfach das Addon, um es zu aktivieren. Und, ah, das ist natürlich cool. Das ist ja sehr, sehr erotisch. Setzt beim Betreten des Raums Minus ist dann ein Impuls frei. Geil. Ich glaube nicht, dass es davon eine Begrenzung gibt, wie viel man tragen kann. Cool. Gefällt mir. Das haben aber immer noch die ganzen Dinger hier. Die beiden. Das sind also nicht unbedingt welche Quests gewesen, die optional waren. Verpflichtend. Direct Link-Anfrage. Oh, es ist eine D-Link-Anfrage von Lucas. Hallo, Holerö, ihr zwei beiden. Bonjour, Monsieur Finsterer Fürst. Oh, ich sehe, du bist gerade in einer Party. Das ist perfekt. Ich bin hier, um euch offiziell in das Hauptquartier der ersten Gelehrten einzuladen. Die ersten was? Die ersten Gelehrten, das ist meine Gilde. Ich habe unserem Meister von euch beiden erzählt und sie meinte, wir könnten ein paar neue Mitglieder gebrauchen. Echt? Du meinst, wir können jetzt schon einer Gilde beitreten? Yep, jedenfalls kenne ich keine Regel, die was anderes sagt. Top, genial. Natürlich wollen sie sich erst einmal mit euch treffen. Also, wenn ihr gerade nicht zu beschäftigt seid, warum kommt ihr denn nicht kurz vorbei? Unbedingt, wir sollten sowas von gehen, Lea. Fein, lasst uns in Ordnungsrise am alten Obelisten treffen. Das ist dein Wegpunkt. Ihr könnt euch einfach dorthin teleportieren. Erinnert ihr euch? Na dann, bis dann. Eine Gilde, Lea. Wir werden einer Gilde beitreten. Ist das nicht toll? Komm schon. Besser, wir lassen den finsteren Fürsten nicht zu lange warten. Eine Gilde,
Du wirst da viele Spieler treffen. Ich muss gestehen, ich bin etwas skeptisch. Du erinnerst dich, dass wir deine Amnesie geheim halten müssen, ja? Nun ja, ich schätze, du kannst so oder so niemand davon erzählen, korrekt? In diesem Fall stellt sich dein defektes Sprachmodul als ganz nützlich heraus. Na dann, auf sie mit Gebrüll. Komm schon, Lea. Boah, entspann dich, Alter. Erstmal will ich die restlichen Quests hier noch haben. Laden, Quest Hub, okay. All die Narren haben den Pfad mit ihrer Gier und der Suche nach Reichtum verärgert. Doch nun ist der Berg ohne Ruhe und versucht uns mit seinem eisigen Atem in seine Flucht in die Flucht zu schlagen. Doch denkt stets daran, Sieger, der Pfad respektiert jene, welche seine Aufgaben gemäß der alten Tradition bestehen. Seid ihr also würdig, wird euch mit allem versorgen, was ihr benötigt, um eure Prüfung zu meistern. Ups. Ich denke nicht, dass der unten hin möchte. Achso, ist eh nur die Dings. Alles klar. Wir haben trotzdem die Ziege irgendwo gehabt. Die werden wir uns erstmal reinziehen. Dafür muss ich da hoch. Da geht's da nur hoch. Das heißt, ich muss von unten kommen. Hi. Ist auch ein optionaler Weg. Sehr interessant. Komme ich von dem INN viel nach oben nehmen? Zumindest lassen sie mich hier rein. Die Säcke. Faszinierend. Nun gut. Ups. Bergen. Ah, wie viele Wegpunkte es hier gibt. Holy moly. Balkon. Ah, gib mir. Ah, wie viele Luki habe. Guck mal, was hier so schönes gibt. Komm ich auch nicht lang? Okay, hier auch noch nicht. So viele Wegpunkte. Gehen wir zurück nach Autumn's Rise. Am Obelisken, da ist er. Da muss ich sowieso mit einem quatschen, ne? Da. Oh ne, wer ist das? Da seid ihr. Danke fürs Vorbeischauen. Okay. Lasst uns direkt zum Hauptquartier gehen. Es liegt nordöstlich von hier. Folgt mir einfach. Also, wie groß ist die Gilde überhaupt? Nicht groß, aber ihr werdet es bald selbst sehen. Hi, entschuldige, aber ich bin hier quasi gerade mitten in was drin. Oh, Moment, du bist dieses Mädchen. Lea, richtig? Jean hat mir schon gesagt, dass du kommen würdest. Tut mir leid, dass du hier ein bisschen nur den Vermittler spielst. Ich verstehe nicht, wieso sie nicht einfach den Direktlink verwendet. Tja, wie dem auch sei. Das ist wegen diesem Hasen oder was auch immer sie gesehen hat, richtig? Ich erinnere mich, dass man eine Art legendären Hasen beschwören kann, indem man 5 gefrorene Karotten irgendwo auf dem Bergentrail sammelt. Es gab da noch eine Voraussetzung, ich weiß aber nicht mehr, was das war. Vielleicht weiß unser Hexacast-Freund Jock mehr darüber. Ja, das war's. Übrigens, ich bin Jeff. Schön, dich kennenzulernen. Ah, das Problem mit dem Sprachmodul. Von hat Jean mir erzählt. Schon gut, mach dir keinen Stress. Ich die den gleich alles an Jean. Sie sollte eh mal lernen, wie man damit umgeht. Oh. Kann man quasi easy Erfahrungen sammeln, ne? Hä? 5 Erfahrungen! Ne, eine, okay. Der Eingang ist dort drüben, im Norden. Ah! Da sind wir. Dies ist der Eingang zu einem kleinen und bescheidenen Gildengebiet. Ihr braucht einen Pass, um einzutreten. Hier, nehmt den. Den Gildenpass erhalten. Dieses Item gewährt euch auch Zugang zu unserem Hauptquartier. Also, lasst uns gehen. Bling! Das ist sehr geil. Und nun nach links. Oh, das sieht ja aus wie ein kleines Dorf. Haben wir alle gegeben mit einem kleinen Budget. Die Autumn Residenzen. Nice. Alter, ist hier viel. Fast da. Was brauche ich hier? Einen höheren Rang wahrscheinlich. Kaputt machen, alles kaputt machen. Kennt mich doch. Da sind wir. Das ist das Hauptquartier der ersten Gelehrten.
Oh, was für ein süßes kleines Haus. Habt ihr ja gesagt, dass wir eine kleine Gilde sind. Also dann, Ladies first. Merci beaucoup. Ah, die Newbies sind da. Der Kollege hier heißt Buggy. Bonjour, Emilie. Lea, schön euch kennenzulernen. Lukas, hast mal wieder ein paar Mädels abgeschleppt, hä? Klar, was sonst? Die anderen warten oben. Veterangelehrter und erste Geleiter freigeschaltet, wie immer. Nimm mich nicht zu ernst. Lynn, die Newbies sind hier. Na, Raphael, nennen Sie nicht Newbies, das ist gemein. Ach komm schon, Chefin, du weißt doch, ich mache nur Spaß. Na, wen haben wir denn da? Willkommen in unserem bescheidenen Hauptquartier. Mein Nickname ist Helene, aber ihr könnt mich Linda nennen oder einfach Lynn. Und das ist Albert. Guten Tag. Angenehm. Bonjour, ich bin Emilie. Hi, Lea. Ein Pentafist und ein Spheromancer. Ach, wie schön. Wenn ihr zu uns kämmt, hätten wir Mitglieder aller 5 Klassen. Ach, ich bin schon wieder etwas vorschnell. Lass uns nach nebenan gehen, da ist es etwas bequemer. So ein gemütliches Häuschen. Das hatte ich mir gar nicht so vorgestellt. Vielen lieben Dank. Es ist genau das Haus, was ich schon immer haben wollte. Natürlich ist es nicht die Festung, die so manch einer erwarten würde. Aber mal im Ernst, wir paar Leutchen hier wüssten mit so viel Platz gar nichts anzufangen, stimmt's? Yep. Und es ist jetzt auch nicht gerade so, dass wir uns das Schloss unserer Träume leisten könnten. Ja, ja. Also, seid ihr nur 4 Mitglieder im Moment? Nicht ganz, meine Liebe. Jemand ist unserer Gilde erst kürzlich beigetreten, der ist aber gerade offline. Insgesamt ist also 5 Mitglieder. Und ihr zwei habt gerade erst angefangen zu spielen, richtig? Oui, wir sind vorhin erst in Bergen angekommen und waren gerade dabei, uns die Mine vorzuknöpfen. Ah, wunderbar. Der erste richtige Dungeon, der ist immer etwas Besonderes. Das ist das erste Mal, dass ihr von einer Kulturstätte der Ahnen stehen werdet. Oha, was ist das? Nun, diese Stätten sind das, wonach wir Seeker suchen. Schließlich versuchen wir, das Geheimnis der Ahnen zu lüften, ne? Und jede Stätte birgt ein paar Teile des großen Puzzles. Oui, oui, die Handlung. Stimmt, meine Liebe. Wusstet ihr, dass das Geheimnis der Ahnen immer noch nicht vollständig gelüftet ist? Wirklich nicht? Oh ja, das Ganze ist ganz schön ausgefuchst. Der offizielle Weg im Spiel wird dir nur einen Teil des Geheimnisses verraten. Es werden immer wieder neue Quests veröffentlicht, durch die man weitere Informationen erhält. Somit steht das Zusammensetzen des großen Puzzles noch aus. Und darum geht es bei unserer Gilde. Wir sind die ersten Gelehrten und wir studieren die Ahnen. Wir wollen die Ersten sein, die das Geheimnis lüften. Ah, ich verstehe. Und nun verstehst du auch, warum unsere Gilde so klein ist. Das steht, Raphael. Ich find's ganz gut, in einer kleinen Gilde wie dieser zu sein. Die Großen bringen immer so viel Stress und Verantwortung mit sich. Ich finde das schön. Stimmt's? So, stimmt's, Lea? Lea, meine Liebe, du bist die ganze Zeit so still. Stimmt etwas nicht? Oh, sie ist nur schüchtern. Auf jeden Fall würde ich gerne beitreten. Du auch, Lea? Hm. Also, können wir das schreiben? Moment. Wir haben ja eine kleine Tradition von neuen Mitgliedern. Ein Quiz. Ein Quiz? Oh, keine Angst. Das ist sehr einfach. Wir wollen euer Wissen über die Ahnen testen. Aber dafür müsst ihr leider erst die Tempelmine in Bergen abschließen. Achtet darauf, dass ihr alles in der Stätte genau studiert. Dann seid ihr für das Quiz gut vorbereitet. D'accord, hört sich gut an. Komm schon näher, auf zum Dungeon! Das ist die richtige Einstellung. Es war mir eine Freude, euch beide zu treffen. Ihr könnt jederzeit vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ach, bevor ich es vergesse, lasst uns noch unsere Kontaktdaten austauschen. Kontakte mit erster Gelehrtenmitglied ausgetauscht. Alles Gleiche, meldet euch, wenn ihr für das Quiz bereit seid. Lerne, wie du andere Spieler in Crosswords kontaktierst. Party, okay. Schneider. Du kannst den Spieler kontaktieren, um einen kleinen Chat zu starten, solange sie online sind. Das ist natürlich alles ziemlich geil, ziemlich nice, ne? So mit den Leuten so ein bisschen zu interagieren. Oh. Das Eagle-Sandwich, Mythos oder Fiktion? Die Kunst der Laser-Lasagne, vergessene Zeilen von Joa. 50 Pogo-Nickel-Rezepte. 2001 Wege, einen Halt zu verführen. Das neue Metageschichte der Ahnen. Beowulf. Na gut. Werden wir uns mal ein bisschen hier umschauen. Da oben komme ich nicht lang, okay. Das ist also unser Teil zukünftig. Und hier geht es noch nicht lang. Kein Pass, okay. Auch zu Saisonäpfel. Last-Minute-Helden.
Hallo Seeker, es tut mir wahnsinnig leid, aber diese Gilde und jetzt die Hauptquartier gerade an einem Upgrade. Deswegen ist der Durchgang im Moment nicht möglich. Okay. Gut, meine lieben Freunde, wir machen ganz kurz mal eine kleine Pause. Na, Zeit haben wir schon ein bisschen überschritten, aber ist nicht so schlimm. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.